Sashu! Einen wunderherzlichen guten Abend, ihr süßen Knuddel-Yoshis, und seid willkommen zurück zum Live-Let's Play-Action. Und heute wieder mit Wario World, den vierten Teil, vielleicht sogar auch das Grande Finale, wir wissen es noch nicht. Ich habe ja gehört, das Spiel soll nicht allzu groß sein. Und wir sind wahrscheinlich schon in der letzten Welt angekommen. Und damit erstmal Hallöchen, Deini. Na, meine kleine Dynamitstange, alles klar bei dir? Ich hoffe übrigens, ich bin gut zu hören, denn ich habe heute mein Setup ein bisschen umgebaut. Hatte ja vorhin noch lieben Besuch von Kollegen hier. Wir haben zusammen hier nämlich immer ein bisschen PC aufgeräumt, PC sauber gemacht, alles neu verkabelt und ja, mal gucken, ob das so zum Stream besser ist oder ob ich es hinterher doch wieder zurückbastel. Man hört mich glasklar, das ist doch schön. Ja, ich muss halt gucken, ob mein Mikroarm so hält, wie er ist. Das ist nämlich jetzt noch improvisiert, bis ich einen Ersatzarm habe. Weil wir haben festgestellt, ja, der ist ein bisschen kurz geraten und ich sitze ziemlich unbequem in letzter Zeit. Ja, aber hier sind wir nun mit Wario World. Ich hoffe, Sound ist alles gut. Hoffe, das Spiel ist gut zu hören. Ich bin gut zu hören. Und dann würde ich sagen, let's go! Wahahaha! Ups, abglitscht. Da wollte ich eigentlich nicht hin. So, wie geht's euch denn? Hoffe doch, ihr habt einen schönen Sonntag soweit gehabt. Ich auf jeden Fall. Bei mir war er recht entspannt. So, dann schauen wir mal. So, Checkliste. Okay, hier haben wir wohl offenbar noch nicht sehr viel gemacht. Waren wir hier überhaupt schon gewesen? Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist so lange her. Schauen wir doch mal kurz hinein. Und da stürzt er ab. Unser Wario ist bereit wieder... Leuten einen an die Fresse zu hauen. So, willkommen in den Spiegelhallen. Okay, hier waren wir offenbar noch nicht. Kann das sein? Ich muss mich nochmal umgucken, es ist so lange her. Genau, hier war es mit dem Innenhof. Ich muss mich erstmal, wie gesagt, neu orientieren, ihr Lieben. Ist ja lange her gewesen. Das letzte Mal war kurz vor Weihnachten. Und dann bin ich ja krank geworden und das alles. Und ja, ich muss erstmal gucken, wo wir zuletzt überhaupt stehen geblieben sind. Brauchen wir nicht. Oder hatten wir nur die vierte Welt eröffnet? Ich weiß es nicht. Ich gucke nochmal in Welt 3 vorsichtshalber. Nicht, dass wir da doch noch was vergessen haben. Aber ich meine, wir hätten jetzt mit der vierten Welt anfangen müssen. So, die dritte. Schauen wir mal. Also die beiden Statuen sind da. Das Herz ist auch da. Also gehe ich jetzt mal von aus, dass ich hier wohl schon alles fertig habe. Aber wir gucken nochmal. Hier ist alles komplett. Wir wollen ja nichts vergessen, ne? Wir wollen ja nichts vergessen. Da haben wir auch alles erledigt. Hopp, sind wir nochmal eine Etage. Ey, ich wollte da hoch. Ja genau, das war ja hier diese komische Winterwelt. Here we go. So, gucken wir mal. Warte mal, den haben wir doch schon gemacht. Ne, den ha... Ja doch, den hatten wir schon. Den hatten wir. An den Kampf kann ich mich... Ja, ich möchte zurück. Gut, also sind wir doch schon bereit für Welt 4. Yay! Nein, brauchen wir nicht. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir hier wirklich nichts vergessen haben. Aber offensichtlich haben wir hier alles gemacht. Das ist fein. Das ist schön. Auf Winter hätte ich jetzt sowieso keine Lust mehr. Schnauze voll vom Winter. Also, ihr Lieben... Neue Welt, neues Glück, neuer Level. Yay! Das klingt nach Spaß. Achso, der war nur zum Speichern gedacht. Okay. Hätte ja sein können, dass man hier eine Gesamtübersicht hat. So, seid ihr bereit für Schatzsuche und Klopperitis mit unserem guten Wario? So, genau. Hier ist nämlich noch alles jungfräulich. Also, schauen wir doch mal. Let's go! Und damit willkommen im Funkeland in den Spiegelhallen. So, dann schauen wir mal, was hier so abgeht. So, der kriegt jetzt erstmal Kloppe, einfach aus Prinzip. Komm mal her. Und weil es so schön war, und Abflug! Yeah! Wahaha, her mit den Schätzen. So, wow! Okay, das sieht ziemlich matschig hier aus. Warten wir doch mal kurz. Bombe!
Nix wie weg damit. So, da gehen wir schon mal rein. Und dann schauen wir mal, was wir hier unten so finden. Och nö. Das kann ich mir doch gar nicht merken. Why do you do this? Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Und war das von mir? Verkackt. Oh Gott, das sind Sachen, die gar nicht. Ich sag's so, wie es ist. Ich hab ein mieses Kurzzeitgedächtnis. Der. Ach du Scheiße. Ach so, oh, Moment mal, ich muss gar nicht. Ach so. Hab's kaputt gemacht. Okay, ich kann's also wahrscheinlich währenddessen machen. Okay, wenn das der Fall ist, dann sollten wir das doch hinkriegen. Ja, es sah auch gerade danach aus. Sehr gut. Also nichts mitmerken. Ja, damit. So, die Knete nehmen wir auch noch mit. Und der Kristall, der darf natürlich auch nicht fehlen. Yeah! So. Okay, da kommen wir nicht lang. Den zerstampfen wir jetzt einfach mal. Einfach, weil wir es können. Ach, jetzt. Wow. Buh, wie gemein. Oh Gott, meine Freunde, die habe ich überhaupt nicht vermisst. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wo ist denn hier schon wieder der Ausgang? Ja, wo ist der Ausgang? Da nicht. Da ist der Ausgang. Nix wie raus hier. Ups. Ist der Wario platt wie ein Teller, war das Steinchen doch ein wenig schneller. Ja, ich komme ja schon. Ja, da war er platt. Da sagst du was. So. Willkommen in den Spiegelhallen. Es gibt hier einige Passagen, bei denen du alleine auf dein Spiegelbild angewiesen bist. Verwende den C-Stick und bleib am Ball. Na wunderbar. Das klingt ja schon sehr nett. So, und einmal drehen. Und das war wahrscheinlich gerade eine dumme Idee. Dann musst du jetzt drunter leiden. Komm mal her. So. Au. Blödes Vieh. Los, gib mir noch einen. Wenn ihr unbedingt Dresche wollt, sollt ihr haben. Das war die falsche Richtung. Jetzt schmeißen die auch noch mit Stacheln hier rum. Na, wunderbar. Wird ja mal besser. Hallöchen, Mario Master. So, ein bisschen Klopperitis. So, das sieht doch schon besser aus. So, dann schauen wir mal. Okay, ich sehe schon. Wäre nur gut, wenn ich das Spiegelbild auch sehen könnte. Hab ich den? Ja. Oh, ich sehe nichts. Das ist schon ein bisschen hart unfair. Dieser Moment, wenn man nicht viel sieht. Achso, dachte schon, ich hab's nicht reingeschafft.
Oh je, was haben wir denn hier für einen Spaß? Ach, das sieht ja nett aus. Also, knapp daneben ist auch vorbei, würde ich mal sagen. Ich will ja nicht sagen, dass mir hier gleich schlecht wird, aber ich glaube, mir wird hier gleich schlecht. Ich glaube, so rum ist es besser. Okay, nicht wirklich. Eine Rundfahrt, die ist lustig. Eine Rundfahrt, die ist nicht schön. Und tschüss. Ich glaube, das ist einfacher. Einfacher, um runterzufallen. Das funktioniert schon mal. Runterfallen funktioniert schon mal 1A. Oh, Vorsicht, Wario. Setzen Sie Ihre Schritte mit Bedacht. Alter, noch schneller geht's ja wohl nicht. Und tschüss. Oh, der hat sich festgehalten. Auch gut. Hab ich nichts gegen. Hä, was? Was? Als ob da ein Abgrund war. Als ob. Geh weg. Weg da. Ja, genau. Stampfattacke ins Wasser. Das gute alte Wasser, was mir mein Geld abzieht. Eieie, Sommer. Nix wie raus hier. Nix wie raus hier. So. Da haben wir den ersten Gegenstand. Gott. Spiegel. Spiegelspielchen. Nicht cool. So, den zwiebeln wir jetzt erstmal weg. Okay, ich sehe schon, das wird hier nicht nett. Okay, da komme ich nicht durch. Matsch! Habe ich den Schalter jetzt getroffen? Das ist scheiße, so sehe ich doch nichts. Nee, ich habe ihn nicht getroffen. Jetzt habe ich ihn getroffen. So viele Bomben. Das ist nicht gut. So, erstmal da runter. Immerhin gibt es hier Knofi. Okay, das sieht ja auch super nett aus. Ich schaff's aber auch immer wieder darunter zu fallen. Ich muss auch sagen, Spiegel ist aber auch eine Scheißsache, ne? Das habe ich schon bei diversen anderen Spielen gehasst. Wenn man dann spiegelverkehrt denken muss, das ist nicht unbedingt meine Stärke. Ah, lass mich in Ruhe. Du dämlicher Geist, du. Steck dich gleich in die nächste Wunderlampe. Oder schmeiß euch gleich eine Bombe an den Kopf. Wo ist der Ausgang? Sieh hier raus. Die wollen mir ans Leder. Die wollen mein Bestes. Nämlich mein Geld. Kiste? Ist nicht der Ausgang. Auch nicht. Das ist der Ausgang. Lass mich darauf. Meine schönen Münzen. Ihr Scheißviecher. Lasst mich. Boah. Meine Güte, sind die anhänglich. So, ich habe den Affen eben schreien hören. Die Frage ist nur... Au. Oh. Mein Gott, dieses spiegelverkehrte Denken, ne? Das ist nicht meins, Leute. Das muss ich sagen.
Kannst du mich da mal bitte... Sag mal! Okay, jetzt gehen mir die Viecher hier aber doch schon ein bisschen auf den Sack. Ich sehe schon kommen, ich bin gleich mein ganzes Geld los. Ich sehe es schon kommen. Das ist Wario-Mobbing! Lass, sag mal! Die wollen auch noch mein Bestes. Los, verzwiebel dich. Lass mich da hoch, Mann! Scheiß drauf. Da, 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 da. Also ganz ehrlich, jetzt geht ihr mir aber doch schon ein bisschen auf den Sender hier. Mein Gott nochmal, wie kann man nur so nerven? Ja, genau, los, schüttel alles aus mir raus, was geht. Nix wie raus hier. Ja, das kann ich mir klar vorstellen. Das Level ist aber auch eklig. Ach, okay, da ist er. So. Die Spukporträts, die an der Wand hängen, stecken ihre Hände aus und wollen dich angreifen. Aber du weißt ja noch, wie du Gegner von unten angreifst, oder? Ich hoff's einfach. Reite wie der Wind, Bulli. Ich hoffe, du bleibst da jetzt nicht einfach stehen. Ich sag es noch und er tut's natürlich. So, dann kleben wir mal hier dran. Habe ich eigentlich mal erwähnt, was Wario für einen fetten Arsch hat? Nein? Dann tue ich das jetzt hier an dieser Stelle. Na Jungs, was los? Wollt ihr Dresche? Kein Problem. Rupsi-dups! Wenn das so weitergeht, bin ich gleich tot. Grabschieß! Gib das mal her. Eieieiei, das war schockierend. So, was kommen jetzt hier für Scherze? Das ist elende Bettlangenspenst. Na toll. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Es wird eher immer schlimmer. Yay! Und die Wege werden hier auch immer enger gefühlt. Na, lass mich los! Mein Geld gibt's nicht! Na, geh arbeiten! Dann hast du dein Geld! Auch wenn das hier wahrscheinlich dein Job ist, aber trotzdem! Das muss nicht sein hier! Das ist mein sauer verdientes und erprügeltes Geld! Alles meins! So. Schluss mit lustig hier! Komm mal her. Komm mal ran auf den Meter. Satz mit nichts war wohl nix. Da, 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 dam. Gib den mal her. Okay, das hat nicht so geklappt wie gewollt. Okay, muss ich die Händchen wahrscheinlich zuerst wegmachen. Oder auch nicht. Komm mal ran auf den Leder. Da, 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 da. Ich glaube, ich habe was Wichtiges vergessen.
Okay, das hat auch nichts gebracht. Los, gib dein Köpfchen her. Okay, das hat auch nichts gebracht. Oh, der nächste Treffer killt mich. Okay, das hat auch nichts gebracht. Nein, da haben sie mich erwischt. Da haben sie mich erwischt. Und da gehen sie hin, meine Talerchen. Da gehen sie hin, meine Talerchen. Okay, ich muss offenbar dieses blöde Gesicht da treffen. Oder nicht? Oder habe ich da jetzt gerade was missverstanden? Ich meine, klar. Ja, ich bin auch gerade am Überlegen. Irgendwas, ich muss irgendwas Wichtiges vergessen haben. Weil denen das ins Gesicht schmettern bringt schon mal gar nichts. Also muss ich die Hände wahrscheinlich zuerst irgendwie loswerden. Ach so? Okay. Dann eben so. Ja, das war so nicht geplant. Nein, 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 nein. Da. So, du kommst jetzt mal her. Ich brauch dich mal kurz. Da will jemand frech werden. So. Ich war sowieso noch nie ein Freund von Kunst. Das Kunst oder kann das weg? Hoi. Hi, Jungs. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Ich bin beschäftigt. Bitte gehen Sie mir ein anderes Mal auf den Sack. Würde sagen, das kann weg. Ja, der Meinung bin ich auch, Tino. Komm mal her. Ich brauch dich mal kurz. Und abwärts. Ey, was haben wir denn hier für einen Spaß? Uiuiui, okay, die sind unregelmäßig. Okay. Habe ich übrigens mal erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Es nützt nichts, ich muss mich da. Okay. Okay, gut. Wollte gerade schon sagen, wie soll das bitte gehen? Och nö, auch noch bewegliche Teile? Dein Ernst? Das tust du mir jetzt ernsthaft an? Nein! Toll. Jetzt kann ich den Scheiß von vorne sammeln. Ganz toll. Obwohl, nee, den habe ich safe, wie es aussieht. Den habe ich safe. Vorsicht, Wario. Ganz vorsichtig. Und Hallöchen übrigens auch, lieber Timo. Gar nicht so einfach hier. Na! Danke, dass du gesprungen bist. Finde ich sehr toll. Ganz vorsichtig, so.
Okay, das wird gar nicht so einfach. Das wird ein bisschen knifflig, muss ich jetzt mal sagen. Bisschen knifflig. Miko, könntest du bitte da bleiben, wo du bist? Das wäre ganz nett. So. Hoffe, ihr könnt mich immer noch gut hören. Dum, dum, dum. So. Das sieht doch schon besser aus. Erstmal her mit der Dingsen. Ah, optische Täuschung. Optische Täuschung. Da habe ich mich gerade ein bisschen irritieren lassen. Aber nicht schlimm. Außer man stürzt natürlich ab. Die ganze Zeit verhindere ich das Abstürzen und nun macht er es doch noch. What the fuck? So, nein, nicht abstürzen, Wario. Böse. Dum, dum, dum. So. Du solltest dich dran festhalten, du Doofnuss. Okay, einen Moment, ich muss mal ganz kurz das Mikro mal eben anders schieben. So, sitz. Schon besser. Die Ansicht war doch deutlich besser. So. Ja, ich kenne Spiele, da halten sich die Charaktere nicht fest. Banjo-Kazooie, gutes Beispiel. Das haben sie dann erst in Banjo-Tooie nämlich eingeführt. Ist aber auch gar nicht so einfach, aus der Lücke da wieder rauszukommen, wenn man da einmal drin war. Ganz toll. Nee, die Ansicht bringt mir nichts. Ich muss... Das kann jetzt noch eine Weile dauern. Nur so zur Info. Also hol schon mal Knabberkram, das könnte eine Weile noch dauern hier. Interessant. Hält sich fest und lässt in der nächsten Sekunde wieder los. What the fuck? What the fuck? So. Es geht doch. Hallöchen, gilt das? Nein, das war die falsche Taste. Das war die falsche Taste. Mit dem L-Trigger sauge ich an, nicht mit R. Irgendwann lerne ich das noch. Da lacht der Tino mich ernsthaft aus. Ich glaub's doch nicht. Du bist so hundsgemein. Solltest dich was schämen. Das ist hier gerade wirklich Brainfuck für mich. So. Nein, Mario Master, das hat nichts mit Renntaste zu tun. Wenn du gerade zugehört hättest, hättest du mitbekommen, dass ich die falsche Taste gedrückt habe. Manchmal schon, na, ob ich dir das glauben soll, Tino? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Nein. Da war der Sprung zu niedrig. Er weiß auch noch nicht so ganz, was er will, der Wario. Mich wundert sowieso, dass er dazwischen passt. Na, du sollst dich an dem Ding festhalten und nicht gleich hochklettern. Mensch, Wario. Das haben wir alles schon besser gesehen. Man merkt aber auch, dass die Steuerung einfach schwammig ist.
Das merkt man hier eindeutig. Aber es ist ein lustiges Spiel. Das wird doch nie und nimmer jetzt was. Oh, oder doch? Nur um es gleich wieder zu verkacken. Ja, Wario. Abwärts. Ja, das sieht man wirklich schlecht, ne? Und Kamerasteuerung ist on point. Hey, der ist gar nicht runtergefallen. Der hat sich festgehalten. Buh. Buh. What the fuck? Kriegt die Sterbeanimation? Aber dabei ist er gar nicht gestorben. Sondern er hat sich noch unten festgekrallt. So, jetzt aber. Jetzt wird ein Schuh draus. So, da muss ich mir jetzt erstmal gleich im Klaren werden. Okay, die gehen... Die schieben sich übereinander, ne? Okay. Mein Gott, ist das eine beschissene Ansicht hier! Buh! Da, also ich sag ja, Leute, das kann noch einen kleinen Moment dauern. Bitte haben Sie Geduld. Schalten Sie nicht ab. Hier sehen Sie ein Alpha Yoshi, das zu dumm ist, Wario World zu spielen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Aber für die Kohle tue ich es doch gerne. Versuchen wir es mal so rum. Das sieht doch schon mal etwas besser aus. Nein! Okay, der Block hätte sich weiter durchgeschoben. Okay. Ich dachte, der macht da jetzt Stopp. 2000 Jahre später und das Alpha Yoshi ist immer noch dabei. Aber wir sind ja geduldige Spieler, ne? Ist nur die Frage, wie lange meine Geduld das noch mitmacht. Darf ja wohl nicht wahr sein hier. Dim, dim, dim. Ja, toll. Das solltest du natürlich nicht machen. So, schon besser. Also ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt noch nichts geplant, ne? Ich hoffe, ihr habt noch nichts geplant. Das könnte hier, glaube ich, noch eine Weile dauern, wie ich sehe. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, wie soll man das denn hier abschätzen können? Okay, näher kann ich nicht ranzoomen. So. Dü, dü, dü. Da kann ich noch nebenbei ein wenig Schreibkram erleben. Ja, das kannst du tun. So, lass dich jetzt nicht wieder verarschen. Im Grunde genommen brauche ich mich ja eigentlich nicht bewegen. War doch gar nicht so schwer, sagt er. So, endlich geht's weiter. Ah, okay, ich muss hier mit dem Spiegel.
Hinterm Spiegel gleich links. Ich mache da jetzt besser keine Stampfattacke drauf. Spiegelverkehrt, Herr Alpha Yoshi. Spiegelverkehrt denken. Okay, Stampfattacke darf ich drauf machen. Dann machen wir das jetzt anders. Gib das her! Okay, das klappt irgendwie gerade. Okay, es sind mir hier jetzt echt ein paar zu viele. So! Ihr meint, ihr müsst unbedingt. Was? Au! Den wohl nicht befreien dürfen. Komm schon, das muss klappen mit dem Zuschlagen. Hat vorhin auch geklappt. Nee, das ist runter, okay. Ah, es ist aber auch echt fies, dass ich hier nach dem Spiegel gehen muss. Vielleicht machen wir das mal anders. So, machen wir das halt so. Ach, scheiße, ich muss klettern. Okay. Ihr könntet mich schon mal an den Bumpo schmatzen. Immer schön auf den Boden gucken. Oh Gott. Kommt jetzt der Gammel over? Denk dran, spiegelverkehrt denken, Drake. Spiegelverkehrt? Oh, Gott sei Dank. Zum Glück. Kann ich mich jetzt hier aufladen. So. Kostet mich zwar ein bisschen was, aber besser, als wenn ich jetzt die Krepierung gleich mindestens 500 verliere. Wobei, ich glaube, so viel weniger verliere ich jetzt auch gerade nicht dadurch. So, das reicht erstmal. So, komm mal her, du Jason Voorhees für Arme. Dracula will mir ans Leder. Was los da unten? Habt ein Problem? Oh Gott. Ach du okay. Schon besser. Viel, viel besser. Erstmal her mit der Knete. Weg mit euch, ihr hässlichen Vögel! Was sind das denn für Vögel? Angry Birds lässt grüßen. So, nix wie weg hier. Nicht wundern, wenn ich gerade wirklich ein bisschen stiller bin. Ich muss mich da echt drauf konzentrieren, ihr Lieben. So, hier kann ich normal denken. Zack. So. So, kommt mal her, ihr komischen Vögel. Ja, genau. Komm mal her. Komm mal ran auf den Meter. Und tschüss. Achso, den hätte ich gar nicht gebraucht. Och nö. Tic-Tac-Trauma lässt grüßen.
Okay. War leichter als gedacht. Da, da, da. So, nix wie raus hier. Nix wie raus hier. Und abwärts. So, einmal drehen und drehen und drehen. Und sie alle verhauen. Weg da. So, zack, 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 zack. Nehmen wir uns den hier auch noch mit. So, und nochmal drehen. Oder nicht. Witzig ist, es ist immer der gleiche Gegner. Typ, nur anderes Aussehen. Ach Gott, was bist du denn für ein hässlicher Vogel? Kra, kra, kra! So, Vögelchen, und jetzt wird gedreht. Hier wird durchgedreht. Beyblade, yeah, und tschüss! So! So. Okay. Gut, da muss ich mir gleich noch einen Weg hochsuchen, obwohl... Vielleicht reicht das sogar... Okay, reicht nicht. Ja, ist ja gut. Ich habe dich schon gesehen. Einige Monster werden nur im Spiegel sichtbar. Beobachte deine Umgebung im Spiegel und greife danach an. Aber denke beim Steuern an den Spiegeleffekt. Ach, wirklich? Was du nicht sagst? Hätte ich jetzt nicht gewusst. Verstehe ich nicht. So. Sah nach Wario-Version von Kramux aus. Ja, wer weiß. Ja, genau. Ui, toll. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Was haben wir denn hier für einen Spaß? Hui! Okay, die Dinger sinken auch noch. Husten, wir sinken! Nein! Okay, gut, das, so funktioniert das nicht. Okay. Oh ja, was für ein Spaß. Karussellfahrten sind ja so toll. In Klammern denkste. In Klammern denkste. So. Da, 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 da. Halt dich bloß fest. So. Okay, da komme ich nicht so einfach rüber wie gedacht. Da komme ich nicht so einfach rüber. Also muss ich tatsächlich einmal im Kreis springen. Das sah gefährlich aus. War es auch. Wer würde denn denken, dass das hier harmlos ist? Mir wird gleich schlecht. Bada bada bam. So, den haben wir auch. Mit der großen Kugel lege ich mich gar nicht erst an. Wir warten einfach mal. Varios Karussell. Bitte steigen Sie ein und kriegen Sie nicht die Krise dabei. So. Jetzt nix wie hoch. Hello. Ihr Stinker. So. Stachliges Kügelchen. Ah, schade. Ich hab gehofft, das reicht. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin.
Nein. Nein. Immer dieses Rätselraten. Warum muss der Ausgang auch jedes Mal woanders sein? Wie nerven Sie den Spieler am besten? Ja. Nein. Nein. Da. Der Rettner-Ausgang. So, einmal rangeklebt. Und wie der Wind von Westen klebt Röhrichs Arsch am besten. Alte Dachdeckerregel. Da klebt dann der Meister Röhrich. Du 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 du. So, wollen Sie ein bisschen schneller, Herr Wario? Dann ist auch alles gut. So, was ist hier für eine Party? Ach so, ihr wollt alle gekillt werden. Kein Problem, weg mit euch. Und die Kohle nehmen wir uns vorher noch. Du kriegst noch extra einen auf die Schnauze. Und weil es so schön war, und abwärts. Boom, Baby. So, rumsdi-dums. Blöderweise sehe ich gerade, hier muss noch ein Schalter sein. Fragt sich nur, wo? Ah, okay, ich sehe schon, wo. Boah, wollte sagen, nicht runterspringen. Wir nehmen den nächsten. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass wir einen Schalter vergessen haben. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los. Also. Und wir wandern, und wir wandern, und wir wandern. Das hat uns jetzt gerade nicht sehr viel gebracht. So, und nehmen wir den mal kurz mit. Ist er nicht ein braver? Ja, keine Ahnung, Löwe. Was haben wir denn hier? Oh, das sieht lustig aus. Ist hier wahrscheinlich der Schalter, den ich suche? Nö, aber der Grüne. So, dann haben wir den schon mal. Oh, hab was gefunden. Und ich sehe auch gerade den anderen Schalter. Sehr gut. Okay, vielleicht hätte ich das Mikro doch nicht so aufbauen sollen. Du, Hallöchen, Sunny. Was entgeht mir hier? War hier eben nicht noch auch ein Schalter?
Hä? Irgendwas habe ich hier gerade übersehen. Ach, die Dinger bewegen sich. Okay. Oh, super. Ihr Lieben, wir machen mal eine ganz kurze Pause. Ich muss mein Mikro mal wieder anders ranbauen. Das ist doch unbequem. Ich kriege nämlich langsam Nackenschmerzen davon. Gib mir mal ganz kurz 2 Sekunden. Sollte ein Windows-Sound kommen, nicht erschrecken. Das ist dann bei mir. Bis gleich. So, Test, 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 1, 2, 3, könnt ihr mich hören? Sehr gut. Schade, hat leider nicht so funktioniert, wie ich erst gedacht habe. Aber gut, okay, da kümmere ich mich fürs nächste Mal drum. So ist es doch deutlich angenehmer. Schade, ich hatte gehofft, dass es auf die Weise funktioniert. Aber da kriege ich auf Dauer echt Nackenschmerzen von. So, jetzt sitze ich auch wieder viel bequemer. War zwar eine nette Idee, aber hat leider nicht so funktioniert wie gehofft. So.
So, mal gucken, was bringt das Ganze jetzt hier eigentlich? Ah, okay. Es war eine bestimmte Reihenfolge nötig. So, was ist mit dir? Im Verlauf dieses Levels verschlägt es dich vielleicht in vermeintliche Sackgassen. Dort solltest du dich gründlich umsehen. Vielleicht vermisst du zunächst einen Ausweg, aber die Reflexion in den Spiegel dürften dir weiterhelfen. Okay. Wenn er das sagt, wird das wohl stimmen. So, da haben wir eine Kristall. So. So, dann schauen wir mal. Da haben wir den dicken Wario-Kopf, den nehmen wir mal mit. Wer weiß, wofür wir den... Danke, du Arsch. Den hätte ich nämlich jetzt hier gebrauchen können. So, haben wir da noch was? Nein. Ich werde mir jetzt gleich mal so ein Bubengespenst holen. Ich hasse es, wenn ich auf Gegner einschlagen will und ich sie nicht treffen kann. Ah, Moment, komm mal her. Komm mal ran auf den Meter. Wir spielen jetzt, ich sehe was, was du nicht siehst. Hat noch nicht so gut geklappt. Komm mal her. Ja, super. Das hat jetzt sehr gut geklappt. Egal. Ich schaue mich jetzt trotzdem hier erstmal unten um. So, da unten. Ah, okay. Da geht's runter. So. Runter, Wario. Ein bisschen Mut haben hier. Voller Mut, unser Schatzjäger. Ich frage mich gerade, ob das so eine gute Idee war. Das Alpha Yoshi sah, dass die Idee scheiße war. Ich muss auf jeden Fall den blauen Schalter noch. So, du geh mal weg. So, da war doch irgendwas von mit einem Katzenvieh. Ah! Au, 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 au. Ja gut, wenigstens haben wir dich schon mal. Das werde ich nicht lange überleben, aber ich werde es überleben. So, zack, zack, zack. So. Da. Jetzt den ganzen Scheiß wieder zurück, weil wir wollen ja auch den blauen mitnehmen. So, hier war nämlich vorhin eine leichte Sackgasse. So, damit ich mir diesmal nicht wehtue, lassen wir uns doch mal rübertragen. Höher, Kätzchen, höher! So, dich nehmen wir auch noch mit. So, da. So, wie sieht's denn aus? Schauen wir mal. Okay, uns fehlen noch zwei Schätze. Ein roter Kristall und ein Stück von der Statue, sowie noch das letzte Äffchen oder Elfchen oder was auch immer das jetzt eigentlich für Viecher sind. Bisher scheinen wir ja sonst alles gefunden zu haben. So, genau, da waren wir schon. Wird wohl Zeit, wieder an die Kugel zu springen. Da gebe ich mir doch glatt freiwillig wieder die Kugel. So. Dunkelblau haben wir geholt. So, jetzt muss ich erstmal wieder den einen Schalter da gleich betätigen.
Auf jeden Fall. Denkst du auch, sehe ich dich nicht, siehst du mich nicht. So. Welcher Arsch war das? Ich hasse spiegelverkehrte Sachen. So, komm her. Boah, schön, dass du dich drehst. Finde ich super. Der nächste, bitte. Moment. Ging das da gerade runter? Ach so. Na. Alter, diese optische Täuschung, ne? Jedes Mal. So, Alter. Hab ich dich. Komm her. Der hat im wahrsten Sinne des Wortes. So. Ich reiß diesem Bettlagengespenst gleich die Kapuze runter. Mein schönes Geld! So viel Geld, das jetzt wieder verloren geht! Nein! So, wo ist der Vollarsch? Du meinst, du musst mich hier abfackeln, mein Freund, ne? Dann sprechen wir uns in der Hölle wieder! Frage ist jetzt nur, wo hat es jetzt was geöffnet? Hier muss es irgendwas geöffnet haben. Mein Kopf ist schon ganz wirr! Ach so, da oben das Tor. Okay. Ich bin nicht. Wo ist der Vollarsch? So, mitten auf die Schnauze. Okay, die andere Richtung drehen war definitiv einfacher. So, wo ist... Komm schon, ihr müsst jetzt mal langsam wiederkommen. Das ist ein Spiegel, Drake. Lass dich nicht vom Spiegelbild verarschen. Nein! Ach Mann, warum muss der Scheiß hier auch spiegelverkehrt sein? Jetzt mal ehrlich. Boah, das regt mich auf. Ich hasse sowas. Das macht mich wirr im Kopf. So, gib das her. Ich habe einfach ein Problem damit umzudenken. So, es geht doch. Endlich. So, her mit dem Knofi. Her mit dem Knofi. Ja, hier, los, gib her. So. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Sieht nicht danach aus. Abwärts. Erstmal gucken, was hier wofür ist. Ach nö, nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Genau, rück den mal raus. Komm mal her. Das war der erste Schlag und der zweite folgt sogleich. Okay. Dachte ich, ich kann die Kugel aufheben. Die wollen sie aber wissen. Das war wohl heißer Marsch.
Du musst auch den Namen von Deini noch dahinter schreiben, Gitters. Sonst funktioniert's nicht. Heiß und fettig. Aber der will's ja aber auch wissen, hier, der Kerl. Heiß, 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 heiß. Boah, Alter. Jetzt ist hier aber mal langsam genug hier. Ich werd flabbiert, eingefroren, werd geschockt. Ja, wow, das hat's jetzt gebracht. Das hat's ja mal voll gebracht. So, Schluss mit lustig hier. Blödes Gespätz, du. Moment, wo führst du? Du führst doch garantiert irgendwo hin. Oder auch nicht. Ich fühle mich so unter Druck gesetzt. Und sag, ich wollte nur den Schalter haben. Ah, da war doch was. Da haben wir schon mal die Kristalle. So. Einer fehlt uns noch. Und Abflug. So. Hab dich. Der fiese Falschspieler hinterm Ziertor ist eine echte Memme. Selbst wenn du gegen den Becher schlägst, indem er sich versteckt, kommt er nicht heraus. Aber lass dich nicht an der Nase herumführen, Wario. Er steckt auf jeden Fall noch im Inneren seines Bechers. Wieso erinnert mich das gerade so an einen gewissen Djinn? Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Zwei Kristalle sind das noch. So. Du gibst mir jetzt erstmal Knoblauch. Los, Knofi her. Wir essen zeitig. Ich freue mich nach dem Stream auf jeden Fall. Noch auf mein letztes Stück Lasagne von gestern. Yum, 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 yum. Und eine schöne Vanilla Coke zum Runterspülen. Da freue ich mich schon drauf. So, das Tor ist schon mal geöffnet. Aber uns... Ah, da war der Schalter. Okay. Blöderweise muss ich jetzt erstmal einen Weg suchen, da wieder hochzukommen. Oh, Chili con Carne ist auch gut. Nein! Scheiße, zu weit nach hinten gesprungen. Normal hätte ich jetzt ja gesagt, ich lade mich bei dir zum Essen ein, liebe Sunny, aber da ich ja... Lass mich in Ruhe! Geht doch mal woanders rum, Nerven! Ich wollte sagen, mein Geld hole ich mir zumindest teilweise wieder. Ah, nein, 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 nein! Lass mich los! So, und du? So, eine elende Drecksack. So. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo der Schalter war. Ich glaube, das war auch das letzte. Genau, wir haben alle fünf. Wir brauchen nur noch dieses eine Teil. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo das Teil sitzt. Ah, gefunden! So, alle Schätze komplett. Und abwärts. So, was erwartet... Ach du Scheiße. What is that?
Oh oh. Och nö. Ich habe eine ganz miese Vermutung, was gemacht werden muss. Ei, 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 ei. Okay. Wario gegen die Schwerkraft, alles klar. Das kann was werden. Das kann was werden, Leute. Nein, 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 ist zu... Was tue ich denn da? Nee, das war zu spät. Ja, Wario hat einfach zu viel gefuttert, ne? Ja, hab ich gar nicht. Ich hab nur schwere Knochen. Hui. Oh oh. Okay. Okay, das ist. Es macht ja schon irgendwo Fun, ne? Hui! Oh, tschüss! Okay, das ist spaßig. Start hat leider nicht geklappt aufgrund eines zu fetten Wario-Hinterns. Das hat schon Expertenniveau, ja. Husten, wir haben ein Problem. Genau, husten. Nix husten, tschüss. Scheiße. Oh, Alter, hier das perfekte Timing. Das war kein perfektes Timing. Das war eher halb verreckt auf dem Rückweg. Das sah doch schon besser aus. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Okay, du schmeißt mich in die Richtung. Okay. Das war so ein Fitzelchen. Das willst du mir doch jetzt nicht erzählen. Als ob dieses kleine Fitzelchen nicht ausgereicht hat. Wie würde Kapitän Tetra... Ich will einen Flug nach Vorschrift sehen. Aha. Genau, Captain Tetra Pack. Captain Tetra Pack sagt es so, wie es ist. Alter, als ob mein Timing jetzt so beschissen war. Komm schon, erzähl mir doch nichts. Okay, da war das Timing wirklich scheiße. So, das war doch ein Flug nach Vorschrift. Hi, ich wollte eigentlich gern mit. Diese Kugel mag mich offenbar nicht. So. Aber wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist da hinten noch was. Nein! Naja, immerhin haben wir schon mal den roten Kristall. Noch eine Runde, noch eine Runde. Hui! Also, dafür, dass Wario so schwer ist, ne? Kann er eigentlich ziemlich gut fliegen. Da war was im Weg. Ist das gemein. Da wäre ich fast übers Ziel hinausgeschossen. Alter, man kann aber ganz schnell übers Ziel hinausschießen. Nicht Mama Yoshi nachmachen. Wie war das eben noch mit übers Ziel hinausschießen? Scheiße. Okay, der letzte Sprung, der ist eklig. Dim.
Okay, sehr schön. Ich kann also abbremsen. Gut zu wissen. Ja, die ist wirklich chillig, das stimmt. Falsche Taste. Mit R machst du die Stampfattacke, nicht mit L. Machen wir es einfach wie in Super Mario 64, wenn man eine Punktlandung braucht. Bam, bam, bam. Erstmal her mit den Schätzen. Ich hab schon wieder die Tasten vertauscht. Bam! Ach, sag noch eben, du musst die R-Taste drücken. Nein, Drake drückt gleich die linke. Auch Drake vergisst es 5 Sekunden später, was er eigentlich machen wollte. Gute Frage. Ich fürchte doch. Halt! Mario kann halt nicht wirklich hochspringen. Das ist hier wirklich exaktes Timing und genau abschätzen, wie viel Schwung es braucht. Das war eine Sekunde zu spät. Eins ist sicher, wenn Wario kotzen muss. Nee, ich glaube, das wird gar nicht gespeichert, wenn ich runterfalle. Müssen wir mal aufpassen. 462, mal gucken, wenn ich gleich nochmal runterfalle. Ich glaube, das wird, glaube ich, nicht gespeichert. Obwohl, wisst ihr was? Weil es schon so schön war. Testen wir mal. Ich war vorhin bei 523. Das war wieder zu spät. Okay, wird doch gespeichert. Okay, zum Münzenfarmen ist das doch wieder praktisch. Hab ja auch genug Münzen verloren vorhin. Dank den Geistern, die ich nicht rufe. So, wollen wir mal Sunnys Theorie testen? Nee, reicht nicht, Sunny. Reicht nicht, kann ich dir so schon sagen. Nein! Ah, wieder eine Sekunde zu spät. Und Hallöchen, Chibi. Du, alles gut. Ich habe das auch schon oft gehabt, dass ich denke, das geht. Und dann stellt sich heraus, ne, das funktioniert nicht. Wario, die lebende Kanonenkugel. Okay, das ist aber nicht. So, jetzt aber. Jetzt nur nicht runterfallen. So. Das Herz haben wir auch. Und Abflug. So. Okay, wir haben alle Schätze. Fehlt nur noch der Boss. Jetzt geht's dem Boss an den Kragen. Schalali und schalala.
So, bereit für einen Bosskampf? Let's go! Und wen haben wir da? Oh no! Ja, ist mir so ein komischer Vogel! Hey, du! Was? Hey! Wir sind ja nicht in Hogwarts! Das war voll auf den Arsch! Wow. Los, komm raus da! Och nö, der spielt jetzt ernsthaft. Der spielt jetzt nicht wirklich Hütchen mit mir, oder? Was? Der hat gemogelt! Alte Mogelpackung, komm da raus! Ei, okay, das tat weh. Ich hab dich genau im Blick. Ach, so funktioniert das! So, komm mal her, mein Freund! Und... check! Jetzt gibt's Saures! Hier! Nimm dies und das! Wow! Okay, jetzt dreht er durch. So, komm her! Weiß Bescheid? Komm raus da! So! So! Das hat gesessen! Das muss kesseln in den Ohren hier! Yeah. Das muss drücken im Gesicht! Oh, oh, das tut weh! Das muss scheppern und am Schädel hier! Komm her! Das ist doch nicht ganz ins Ernst, dass du dich da drin verstecken kannst, oder? Komm mal ran hier auf den Meter! So! Das gibt Kopfschmerzen! Eieiei, was war das denn für ein Tornado? Uiuiuiui, okay. Ich wollte sagen, komm ran hier auf den Meter! So! Wahahaha! So! Und tschüss! Yeah! Wario Number One! So, hier, nimm dies und das! Oh, ei! Okay, das tat weh. So, da gibt's aufs Fressbrett! Scheiße, ich hoffe, ich hab den jetzt nicht aus den Augen verloren. Und wir drehen. Wir machen jetzt hier einen auf Bowser. Und tschüss. So. Boss geklatscht. Yeah, Wario Number One. Danke, danke. Eingesackt. Da hat's geschallert im Karton. Die goldene Wario-Statue ist zurück und wir haben ein weiteres halbes Herz dazu gekriegt. Auf zum nächsten Level. Aber sicher speichern wir das. Na, 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 na. So, dann wollen wir mal schauen. Was haben wir denn hier? Okay, da sitzt am Ende der richtige Boss. So, neues Level, neues Glück. Let's go.
Oder allgemein auch ein schönes 2D-Wario-Land. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Der Soundtrack gefällt mir. Flange. Scheiße, ich muss jemanden mitnehmen. Du brauchst gar nicht... Warum rennst du denn weg? Warte schon, einer von euch will doch... Komm schon! Einer von euch will doch ganz bestimmt mal mit mir mitkommen. Du siehst genau richtig aus. Komm mal ran auf den Meter. Als ob ich jetzt nicht ohne ihn da raufspringen kann. Wollte doch gerade sagen. Das muss doch gehen. So! Ab mit Vergnügen! Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache hier. Taschengeld! Das lassen wir uns doch nicht entgehen. Guckt euch die Kohle an! Klar, Wario baut sich seinen eigenen Tempel. Ich muss auch einfach sagen, die Wario-Spiele sind auch einfach großartig. Da dürft ihr euch ja doch noch freuen, ihr Lieben. Retromania, sobald ich meine Controller ersetzt habe, kommt zurück. Und dann spiele ich auch sehr gerne mal mit euch Wario Land 1. Okay, gutes Versteck. Der große Skorpius ist ganz schön nervig, wenn er sich im Sand vergräbt. Ich kann ihn nicht ausstehen. Verwende eine Stampfattacke, um ihn an der Oberfläche zu befördern. Okay. Ja, wohl keine andere Wahl. Also allein für die Kohle würde ich das alles hier nochmal mitnehmen. Ja, aber wie gesagt, sobald ich die Controller mir endlich ersetzt habe für die Hyperkin, dann geht's auch wieder mit Retromania weiter. Und dann dürft ihr euch auf ein paar schöne Retro-Klassiker freuen. Ich habe da ja einiges wieder dazu gekriegt. Auf die freue ich mich auch schon, die mit euch zu spielen. Steinchen, Steinchen, du musst wandern. Das ist halt einfach nur deine persönliche Meinung, Deini. Kohle, Kohle, Kohle! So, da
gehen wir auch noch mal rein. Ach, das sind solche Blöcke. Och, nö, nicht so ein Dreck. Sowas kann ich doch nicht. Ei, okay, das hat wehgetan. Okay, der kommt zurück. So, ach so. Ah, okay, Moment. Irgendwie gefällt mir das nicht, dass die Kiste da jetzt die ganze Zeit hin und her fliegt. Wobei die Kettenreaktion schon cool ist. Ich würde mal sagen, das hat jetzt gerade nicht sehr viel gebracht, was ich da gemacht habe. Ich glaube, wir gehen nochmal von vorne da rein. Da, so. Da muss ich ran. Halt! Das hatte ich eigentlich nicht vorgehabt. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. So. Interessant. Ups. Mal gucken, wie weit wir das Spiel hier noch treiben können. Das hat irgendwie, glaube ich, nicht funktioniert. Irgendwie war das anders geplant. Ich glaube, wir gehen nochmal zurück. Ich muss ja irgendwie an den Bällen vorbei. Das heißt, entweder muss ich die Bälle da weggeschubst kriegen.
Dieser Moment, wenn man immer auf diesen blöden Schalter tretet. Oder auf die blöde Sprungfeder. So, rein da. So, okay. Ja! ja! Ups! Ich glaube, das machen wir nochmal von vorne. Ich glaube, so war das nicht gewollt. So, ich muss dich am besten nach oben geballert kriegen. So, du bist jetzt dort. Ah ja, okay, ich verstehe. Autsch. Nee, so funktioniert das nicht. Alter, was für eine Todesfalle. Okay, das könnte nichts geworden sein. Uiuiui, okay. Solche Denkaufgaben liebe ich ja. Zelda, Pokémon Silber. Yay. Also, ich muss dich ein Stück höher kriegen. Ich mal dazwischen. Irgendwie ist das hier gerade nichts Halbes und nichts Ganzes, was ich hier vorhabe. Hey! Matsche, Matsche, Wario ist gleich Matsche! Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber es hat funktioniert. Der Konterfrei-Koloss vor der Leiter besteht aus drei Gesichtspartien, die jeweils Augen, Nase, Mund und einen Schwachpunkt enthalten.
Um ihn aus dem Weg zu räumen, musst du seinen Schwachpunkt treffen und alle Blöcke zum Einsturz bringen. Krawumms, jawohl! Okay. Lass uns nochmal ordentlich scheppern da unten. Dann überlassen wir die Kisten mal lieber ihren Schicksal. So. Wer wollte dich schon immer mal in die Wüste? Da sehe ich einen Schalter. Beziehungsweise ein Ort, wo nachher noch was auftauchen wird. Da haben wir auch den dazugehörigen Schalter. Matsch! Oh, wo kommst du denn jetzt her? Musst du unbedingt jetzt rumnerven? So. Komm mal her. Komm mal ran auf den Meter. So. Jetzt ist Schicht in Schacht. Oh, das war gar nicht der gelbe. Das war ein grüner. Hier hinter geht's. Oder auch nicht. So, Schalter ist schon mal gedrückt. Schauen wir uns noch mal um. Da haben wir den gelben. Da haben wir den grünen. So, dann haben wir den jetzt also auch gleich. Ja, sehr schön. Jetzt läuft's doch wie geschmiert hier. So, da oben haben wir noch was. Oh, schon wieder so ein Vieh? Ernsthaft? Du störst! So, gib das mal her. Los, komm her. Hallo, Vögelchen. Gib das mal her. Und einmal drehen und drehen und drehen. So. Und du kommst als nächstes her. Und mit dir machen wir immer Wrestling. So. Rumsdi Dums. Boom, Baby. Was haben wir denn hier? Oh, oh. Der will mich... Der will mir fressen! Ah, okay. Hier ist der grüne Schalter. Okay. Dann muss ich mir... Muss ich mal gucken, wo der sich befindet. So, da geht's abwärts.
Na los, komm mal runter hier. Ja, toll. Das war ja mal voll geschielt, mein Lieber. Voll geschielt. So, und nun... Nein! Und nun stürzen wir abwärts und amüsieren uns mit unseren besten Freunden. Den nervtötenden Münzgeistern, die es nur auf mein Geld abgesehen haben. Lass mich in Ruhe! Kamera, könntest du... Nein, kannst du natürlich nicht. Meine schöne Knete. Wo ist der Ausgang? Bombe. Nochmal Bombe. Also mir wäre jetzt so ein Ausgang lieber. Allein schon wegen meines Geldes. Ich bin dem nicht... Bin dem nicht böse. Nix wie raus hier. Nix wie raus hier. So, hier war ich schon gewesen. So, schauen wir mal. Hier ist nix. Komme ich da schon hin? Oder auch nicht? Versuch war es wert. Wario hat einfach zu kurze Stummelbeinchen. Der kommt da nicht so einfach hoch. So, jetzt gucken wir mal. So, da geht's nicht hoch. Da unten waren wir schon. Heiße Scheiße. Rums die Dumps. Daneben. Immer noch daneben, du Rindvieh. Wir haben drei Sachen schon gefunden. Der da unten kann mich mal. Wuhuhuhu! Okay, das war fun. Erstmal wieder Kohle mitnehmen. So, und hinein ins Vergnügen. Versteht sich von selbst, dass der Strahl der Laserqualle gefährlich ist. Warte, bis sie kopfüber steht und ruht. Attackier sie dann von oben. Okay. Ja. Ich will nicht sagen, dass das gerade eine Scheißidee war, aber das war eine Scheißidee. Drake, du hattest schon mal bessere Ideen. Habe ich das mal erwähnt? Nein? Sehr schön. Hattest du auch nie. Hattest du auch nie. So. Das nenne ich mal einen Riesenstachel. Hilfe! Au, 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 au.
Ich will nur noch wissen, ob da auch noch eine Goldstatue drin ist. Wollen ja nichts vergessen. Aber offenbar... Geht da oben. Es ist eben halt blöd, wenn man nicht sieht, ob da noch was ist oder nicht. Geht's einfach mal von aus, dass da jetzt nicht noch was ist. Obwohl, halt, Moment. Eine Idee habe ich noch. Und Idee ist gut, Ausführung war scheiße. Da 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 dam dam dam. So, schauen wir mal. Okay, da war wirklich nichts. Okay, das wollte ich wissen. Nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ach, die Geister, die ich nicht gerufen habe. Aber sie rufen irgendwie nach mir. Passt auf, seht ihr mich nicht, sehe ich euch nicht. Was haltet ihr davon? Tschüss! Whee! Du Fliegenschütze! Genau das wollte ich. Aber jetzt laden wir uns, glaube ich, erstmal auf. Vor allem ist die Geister sehen nicht mehr aus wie echte Buhus. So sieht's aus. Das sind eigene Geister. So, einen nehmen wir noch mit. So. Ach, sieh mal an. So. Schön platziert. Und Abflug. Dein Scheiß ernst jetzt? Als ob dieses kleine Fitzelchen. So. Ich wollte gerade sagen, wenn du mich jetzt wieder nicht durchlässt, ne? Dann haben wir... Ach du Scheiße. Och, nö. Warum? Und tschüss. Oh Gott. Mario Sunshine lässt grüßen. Also hier kann man wirklich sagen, Sunshine lässt grüßen. Eieiei, okay. Vielleicht sollte ich die Ansicht ein bisschen ändern. Manchmal hilft doch so eine andere Sichtweise. Hab ich mal gehört. Und manchmal kann selbst das nicht helfen.
Tschüss! Genau. Princess hat Hausverbot und ihr seht es übrigens gerade. Der Bot ist ja gerade fleißig am Werbung machen. Mein Werwolf-Roman The Hunting Wolves Band 1 hat ein riesiges Update bekommen. Da wurde nämlich über 3/4 des Romans ausgetauscht. Ich habe ja gesagt, dass der ja noch aktuell in der Korrekturlesung ist. Und für diejenigen, die Interesse haben, ihn sich mal durchzulesen, ihr könnt ihn euch kostenlos auf Beltristica durchlesen. Und nicht nur das, ihr habt da jetzt sogar die neue Ausgabe von. Ganz frisch, noch nicht lange dabei. Und vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, ihn sich durchzulesen. Warum zum Teufel kam ich da jetzt nicht rüber? Habe ich da irgendwas vergessen? Bam, bam, bam. Link habt ihr dort. Und wie gesagt, auf diesem Profil findet ihr auch meine ganzen anderen Texte, die ich so geschrieben habe. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es übrigens auch einen Vorlesestream zu finden, wo ich auch mal ein paar Auszüge aus meinen Sachen vorgelesen habe. Falls ihr mal neugierig seid. Okay, wie soll das jetzt hier bitte funktionieren? Wie soll das hier funktionieren? Nein! Ich hab da so eine Ahnung. Alter, dass ich da jetzt nicht runtergefallen bin, ist eigentlich ein Wunder. Sagt er und fällt an der nächsten Stelle wieder runter. So muss das laufen. So muss das laufen. Es ist so toll, da runterzufallen. Hilfe! Hilfe! Schiff! Das ging ruckidi zucki! So wird das nix. Ach, lass mich raten, die Plattform, die letzte Plattform bewegt sich. Also, bewegt sich darauf zu. Das ist wahrscheinlich der ganze Trick an der ganzen Geschichte. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ich habe jetzt hier keinen Schalter oder irgendwas in der Art gesehen. Schwerkraft und Schräglage. Ey, entweder kannst du darauf laufen oder du kannst es nicht. Was denn nun? Such's dir doch mal aus. Okay, das war zu früh. Okay, erst kann er in der Schräglage laufen, dann kann er es nicht. Es ist faszinierend hier, wie sie hier beschissen werden, meine Damen und Herren. So. Na?
Ja, also runterfallen macht Spaß, würde ich mal sagen. Nein! Das war dumm. Und sagen, könntest du bitte ganz schnell ankommen, bevor ich runterrutsche? So, Glück gehabt. Nein, nein, nein! Tu es nicht. Utsch. Hält sich fest und durch das Kippen fällt er doch noch runter. Wie fies. Nein, tu das nicht. Uff. Einfach nur uff. So, muss ich dich. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Alter, wie gemein. Wie gemein. Nein! Okay, das könnte noch eine Weile dauern, fürchte ich. Faszinierend. Wow. Wow, wow und nochmal wow. Bam, bam, bam. Nein, 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 nein. Ah, diese Steuerung, sie lässt mich verzweifeln. Dein Ernst jetzt? Nein, nein, nein! Oh Gott, ich merke, die Konzentration lässt nach. Ich glaube, das mit dem Spiegel, das war gerade doch ein bisschen zu viel. Des Guten! So. Ganz vorsichtig. Immer schön locker flockig. Lass ihn drehen. So. So, kannst du Scheißteil jetzt endlich mal näher kommen? Oh Gott, jetzt sind die auch noch von beiden Seiten unterwegs. Nein, 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 nein. Oh Gott, das ist ein Geduldsspielchen hier vom Feinsten. Igitt, igitt. Igitt, 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 igitt. Und tschüss. Im wahrsten Sinne. Oh. So, denk dann, der kippt in die Richtung. Nein, nein, nein. Hm.
Ja, es fühlt sich auch gerade irgendwie so an, muss ich jetzt mal sagen. So. Okay. Leute, es tut mir wirklich leid, ne? Aber ich glaube, ich brauche eine Pause. Ich würde sagen, das Level machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich merke es einfach, ich habe keine Konzentration mehr. Ehrlich. Das mit den Spiegeln, das war, glaube ich, echt ein bisschen zu viel für meinen Kopf. Aber es hat auch was Gutes. Es hat ja auch was Gutes. Dann wäre das nächste Mal wahrscheinlich der finale Part. Weil viel dürfte jetzt ja nicht mehr kommen. Ich weiß ja nicht, wer von euch... Ihr habt ja das Spiel ja durchgezockt. Wir sind jetzt ja im letzten Level der vierten Welt. Danach kommt ja der Boss dieser Welt und danach müsste ja schon der Endgegner kommen, oder? Oder kommen dann noch weitere Level? Einfach nur, damit ich weiß, worauf ich mich nächstes Mal... Nein? Okay. Okay, also könnten wir das theoretisch im nächsten Stream beenden, auf Deutsch gesagt. Mein Gott, dann ist das Spiel aber wirklich verdammt kurz. Ich meine, wir können ja nochmal ganz kurz ins Level reingehen, um zu gucken, wie viel wir jetzt davon haben. Dann ist das Spiel aber wirklich, wirklich kurz. Ja gut, okay, wir haben hier noch gut zu tun. Okay. So dachte ich immer, dass Wario World so viel größer ist. Naja. Aber auch in der Kürze liegt die Würze. Ich meine, ein tolles Spiel ist es trotzdem. Wenn auch mit einer höchst interessanten Steuerung. Nächstes Mal Finale. Ja, nächstes Mal wird definitiv dann wahrscheinlich das Finale werden. Notfalls gehen wir auch eventuell in die Verlängerung. Mal gucken. Aber wie seid ihr, Lieben? Seid mir da echt nicht böse, aber ich glaube, das mit der Spiegelwelt, das war, glaube ich, echt zu viel für meinen Kopf. Das war echt anstrengend. Und daher mache ich heute ausnahmsweise mal ein bisschen früher Schluss. Ich hoffe aber, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr wisst ja, den Stream könnt ihr spätestens am Dienstag, denke ich mal, auf meinem YouTube-Kanal sehen. Und ich sehe da gerade jemanden, den möchte ich heute ganz gerne mal raiden. Und zwar die gute Schwester von... Spacki. Die liebe Samika spielt nämlich gerade Zelda. Genauer genommen die Mayonnaise-Maske. Und vielleicht habt ihr ja mal Bock mit rüber zu kommen und die ganze Liebe mal zu raiden. Lasst auch gleich ein Follow da. Wie gesagt, ist eine ganz, ganz Liebe. Auch ein kleiner Zelda-Suchti. Also genau das Richtige für Sunny. Da hast du wieder eine Seelenverwandte. Ja, und nächste Woche Sonntag werde ich dann mit euch F-Zero 99 spielen. Nur, dass ihr da darauf schon mal vorbereitet seid. Teststream so gesehen. Und dann wollen wir mal schauen, wie gut ihr abschneidet. Und wie gut ich abschneide. Nämlich gar nicht. Also ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Spaß mit Samika. Ciao.